Was geht ab, meine lieben Minecraft-Freunde? Diese Woche hier, die war ja wirklich sehr, sehr verrückt. Ich meine, am Dienstag kam das 1.18-Update, einen Tag danach auch noch die Fusion zwischen Minecraft Bedrock und Java. Jetzt sind wir hier an einem Samstag, ein bisschen verspätet, das tut mir wirklich leid. Aber wir gucken uns heute mal die Minecraft Preview Edition an. Und für die Leute, für die das ein Begriff ist, ja, das ist die Beta 2.0, kann man sozusagen sagen. Heute klären wir mal so einige Fragen zu diesem Thema. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, liebe Minecraft-Freunde, ich hoffe, euch geht es soweit ganz gut und ihr habt einen entspannten Samstag gehabt. Ja, wir widmen uns heute mal 6 wichtige Fragen der Minecraft Preview Edition. Und zum Schluss werde ich euch nochmal ein paar Sachen zeigen in der Preview Edition selber. Aber wir stellen uns erstmal jetzt die erste Frage. Und zwar, was ist Minecraft Preview? Minecraft Preview ist eine Weiterentwicklung des Bedrock Beta Programms. Während unsere Beta derzeit auf Xbox, Windows und Android beschränkt sind, können wir mit Minecraft Preview auf weitere Plattformen erweitern. Minecraft Preview ist auch eine separate App/Spiel. Das ist natürlich gut, weil ich meine, wer das davor noch kannte, das war immer so, dass man halt die Bedrock immer wechseln musste. Da muss man immer das komplette Spiel verunstalten. Ja, weiter geht's im Text. Die sie spielen können, ohne ihre Standard-Bedrock-Erfahrung zu beeinträchtigen, wie ich ja gesagt habe. Mit Minecraft Preview musst du dich nicht mehr über Beta-Version oder die freigegebene Version entscheiden. Du kannst beides auf demselben Gerät oder derselben Konsole spielen. Auf welchen Plattformen ist Minecraft Preview verfügbar? Minecraft Preview kommt auf mehreren unserer Bedrock-Plattformen, beginnend mit iOS, Xbox und Windows 10 bis 11. Ist Minecraft Beta noch verfügbar? Die Minecraft Beta ist nur noch auf Android verfügbar. Die bisherigen Beta-Programme sind in den Prozess des Ruhestands eingefahren. Wie installiere ich Minecraft Preview? Die Installation von Minecraft Preview wird auf jeder Plattform ein bisschen anders sein. So, und da kommen wir gleich nochmal hinzu, denn ich werde euch zeigen über Windows 10, wie man das macht, oder auch allgemein Windows. Aber das machen wir erst zum Schluss. Und die nächste Frage. Was ist mit der Minecraft Beta passiert? Letztlich, Beta wird durch Minecraft Preview ersetzt werden. Die Beta war eine großartige Möglichkeit für uns, Feedback zu unseren kommenden Features zu erhalten. Aber Minecraft Preview wird es uns ermöglichen, das Beta-Programm auf eine robuste Weise zu erweitern und zu verbessern. Ja, und das haben sie ja auch gut hinbekommen. Ich meine, dass man allgemein schon irgendwie 2 Versionen hat, das ist eigentlich schon das Beste. Aber nächste Frage. Können Minecraft Worlds in Minecraft Preview importiert werden? Auf Xbox können Sie die vorhandenen Welten aus Minecraft kopieren, indem Sie die Schaltfläche Alte Welten synchronisieren verwenden. Eigentlich müsste man jetzt alles über Minecraft Preview wissen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das unter Windows am besten runterlädt oder runterladen könnt. Und danach zeige ich euch, wie man die Welten innen drin auch von, sage ich mal, vom richtigen Minecraft in die Preview reinmachen kann. Die Installation ist sehr einfach. Wir gehen einfach in den Microsoft Store rein und dann gibt man einfach hier oben in der Suchleiste Minecraft Preview ein. Und wenn man drauf geht, sieht man schon Minecraft Preview. Da geht man einfach auf Spielen drauf und dann öffnet sich die Minecraft Preview Edition ganz schnell. Natürlich haben wir immer das Problem mit dem Skin noch. Das wird sich, glaube ich, nie ändern. Natürlich ist das gerade nicht so spektakulär, weil das 1.19-Update erst gerade rausgekommen ist. Aber für die zukünftigen 1.20-Updates wisst ihr dann Bescheid, wo ihr diese Sachen euch angucken könnt oder auch testen könnt. Wir gehen einfach mal rein. Ich habe hier schon eine Welt erstellt. So, und da sind wir auch schon drin, was eigentlich auch gerade gar keinen Sinn macht. Aber ich wollte euch mal zeigen, dass es klappt. So, wir nehmen jetzt einfach die erste Welt, die wir hier sehen und werden diese erstmal unten unter Welt exportieren, in irgendeinem Ordner exportieren. Ja, Freunde, ich würde einfach mal sagen, das war's mit dem Video. War jetzt halt ein bisschen kürzer, das Video, aber ich meine, dafür kamen auch diese Woche wirklich 2 Videos, wo ich das gar nicht in Planung hatte. Und jetzt wisst ihr vor allem, wie die Minecraft Preview Edition geht. Das ist das Wichtigste. Ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.